Thomas und Celine Audrain wurden gestern tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Sie wurden im Schlaf erstochen. Die Hauptverdächtige ist die 15-jährige Tochter, stets als ruhig und besonnen wahrgenommen, gute Schulnoten. Die Frage ist nur, warum sollte sie ihre Eltern getötet haben? Wissen Sie, wie es sich anfühlt, wenn man jemanden ein Messer in sein Herz rammt? So tief, dass das Blut wie aus einem Springbrunnen herausspritzt und die Wände besudelt. Was wollen Sie? Ein Geständnis? Eine Erklärung? Eine Entschuldigung? Ich muss ein Gutachten anstellen. Ob ich geisteskrank bin? Dann schreiben Sie ganz groß, ja, dann haben wir diese Scheiße endlich hinter uns. Ich möchte nur wissen, warum du sie getötet hast. Das tut doch kein normales 15-jähriges Mädchen. Wie gesagt, ich bin nicht normal. Ich bin hier, um dir zu helfen. Nicht um dich zu verhören. Wenn du verweigerst, mit mir zu sprechen, dann landest du hier lebenslang in der Psychiatrie. Oder du sagst mir die Wahrheit und ich kann dir vielleicht helfen, hier rauszukommen. Wissen Sie, wie es sich anfühlt, wenn Leder auf hohe Haut klatscht? Wie bitte? Wissen Sie, wie es sich anfühlt, im Winter draußen im Schnee zu stehen? Nackt, mit blaugefrorenen Gliedmaßen. Wissen Sie, wie es sich anfühlt, an Händen und Füßen gefesselt und geknebelt, immer wieder mit dem Kopf in eisiges Wasser getaucht zu werden? Wissen Sie, wie es sich anfühlt, wenn man... Leute wie Sie glauben, immer alles verstehen zu können. Alles muss immer im Rahmen laufen. Wissen Sie was? Es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir gottverdammt nochmal Spaß gemacht, diese Hunde aufzuschlitzen, ihnen die Klinge in ihr sündentriefendes Herz zu rammen und langsam dabei zuzuschauen, wie sie auslaufen wie ein Planschbecken, aus dem man den Stöpsel gezogen hat. Es hat mir Spaß gemacht, in ihre weiten, angst- und schmerzerfüllten Augen zu schauen. Und ich habe es genossen, ihnen dabei zuzusehen, wie langsam Stückchen für Stückchen das Leben aus ihnen herauswich. Ich habe diesen Mord so gewollt und nicht anders. Ich glaube, wir sind jedoch schneller fertig, als ich gedacht habe. Sie sind so erbärmlich. Kaum hören Sie das, was Sie hören wollen, und Sie stecken mich in irgendeine Schublade und lassen mich dort verschwinden. Sie können sich nicht im geringsten vorstellen, wie das gewesen ist. Ich hätte zumindest eine andere Lösung gesucht. Ich hätte mich irgendwem anvertraut. Ach ja, hätten Sie das. In diesem Kuhkaff wüsste es jeder. Es wäre ein leichtes gewesen, mich da rauszuholen. Aber keiner tat es. Warum bist du nicht zur Polizei gegangen? Bin ich. Aber niemand hat mir geglaubt. Es war allgemein bekannt, dass ich gestört sei, fantasieren und mir selber Schmerzen zufügen würde. Was würden Sie glauben? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Du könntest ein kleines, gerissenes Mädchen sein, das sich diese Geschichte um angeblichen Missbrauch prima ausgedacht hat, um hier einfach von der Szene zu kommen. Sehen Sie? Die Frage, die ich mir allerdings stelle, warum kann dieses intelligente Mädchen keinen anderen Ausweg finden, als seine Eltern zu ermorden? Können Sie sich auch nur ansatzweise vorstellen, wie es ist, seit dem Grundschulalter von seinen Eltern misshandelt zu werden? Diese Bastarde haben Dinge mit mir angestellt, die andere Leute nur aus Filmen kennen. Diesen Hass, der sich in einem aufstaut, kann man nur durch einen Mord beseitigen. Ich wollte nicht, dass sie je wieder die Möglichkeit haben, so etwas zu tun.
Ich hatte keine andere Wahl. Was hätten Sie denn getan? Sehen Sie denn nicht, dass ich keinen anderen Ausweg hatte? Man kann nicht immer alles mit guten Worten und einem netten Lächeln lösen. Manche Wunden sind so tief, dass sie nie wieder heilen. Ich weiß, was ich getan habe, aber ich kann es nicht bereuen. Vielleicht hast du recht. Vielleicht hast du wirklich keine Alternativen gehabt. Aber was willst du jetzt machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht eine einsame Insel suchen und bis an mein Lebensende dahin vegetieren. Können Sie mir nicht helfen? Das ist nicht so einfach. Du machst nicht gerade den Eindruck, als wenn man dich auf die Menschheit loslassen kann. Ich bin keine Killerin. Ich laufe nicht einfach auf die Straße und steche wahllos Leute. Es war nur da in diesem Moment. Ich will nicht in eine Psychiatrie. Ich brauche einfach irgendjemand. Was erwartest du denn? Ich will eine Chance haben. Die Leute sollen mir glauben und ich will wieder ein normales Leben führen können. Ich werde es versuchen. Ich werde versuchen, dass du hier herauskommst und dass die Leute dir glauben. Ich denke, jeder Mensch hat Hilfe und eine Chance verdient. Ich glaube dir. Was ist da los? Sie hat mir gesagt, dass ich herauskomme. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Sie ist vollkommen krank. Was weiß ich, was sie fantasiert.